Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Resident Evil 1 HD Remaster. Und genau, ja, wir waren ja beim letzten Mal ins Herrenhaus zurückgekommen und waren in der oberen Etage, genau, die Farbbänder müssen noch weg, waren in der oberen Etage unterwegs, müssen noch ein, oh, das war bei Slow-Mo öffnen, müssen noch ein Rätsel lösen da oben. Ein Statuenrätsel, und warum hängt das? Das wundert mich gerade. Aber okay. Genau. Ja, probieren wir das nochmal da oben. Also es ist jetzt zwar eine neue Aufnahmesession, aber ich kann mich noch genau erinnern, wo wir stehen geblieben sind. Es war nämlich hier oben in dem Raum. Hier drin. Ach Quatsch! Was mache ich denn da? Falscher Raum! Was auch geil, ne? Ich sag... Oh, ist jetzt eine andere Musik. Interessant. Ich sag, wo es weitergeht und hoffe die falsche Tür rein. Das ist immer geil. Aber okay. Ja, dann probieren wir das doch einfach mal. Ich habe jetzt gerade irgendwie manchmal so ein paar Slowdowns. Doof. Ich hoffe, dass sich das jetzt nicht hier durchzieht, aber es scheint nicht so zu sein. Genau hier hinten drin war das. Und... probieren wir das doch einfach nochmal, diese Statue jetzt da hinten reinzuschieben. Genau, hier waren wir ja, ne? Und, genau, einfach weiter drücken, Chris. Wir können diese Dinger ruhig auf uns zufahren lassen, das ist kein Problem. Sollte uns nicht zerquetschen, tatsächlich. Und, genau, dann probieren wir das doch gleich einfach nochmal, dass wir die Statue da in die Ecke schieben. Du wirst nicht zerquetscht, oder? Nein, du wirst nicht zerquetscht. Sehr schön. In dieser schönen Star Wars-Szene, wie ihr sagtet, tatsächlich erinnert mich auch an die Müllpressen-Szene aus Teil 4, war das, glaube ich. Drücken wir den Schalter und kriegst jetzt noch ganz schnell bitte wieder zurück hier. So. Aber nicht wenn die Kamera so kacke sich verhält. Ja, toll. Ja, da hat mir die Kamera wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht hier. Diese blöde Kamera, Mensch. So, da ist ein Schalter, drück ihn. So, dann möglichst schnell hier raus. Chris, jetzt geh da raus. So, hier unten hin. Ach, diese blöde Kamera. So, und dann schieb. Schieb. Weil ihr seht nämlich da auf dem Boden. Nee, reicht nicht. Verdammt. Da auf dem Boden ist tatsächlich die Markierung. Ich glaube, dass wir da tatsächlich diese Statue hinschieben müssen. Ja. Dann drück ihn nochmal. So, dann jetzt einfach hier raus, Mensch. Kann doch nicht so schwer sein, diese Statue da hinten hinzuschieben. So. Dann gucken wir doch mal. Ah, jetzt müsste es klappen. Jetzt müsste es klappen. Und... seht ihr das? Ha. Ja, das fährt sich rein und da öffnet sich eine Tür. Okay, dankeschön. Wir waren also doch beim letzten Mal gar nicht so verkehrt. Vielen Dank an Baran Obama. Sei übrigens mal gegrüßt an dieser Stelle für den Hinweis, dass wir nah dran waren. Weil sonst hätte ich das echt noch tausendmal weiter versucht. Alles klar, was haben wir denn hier? Eine Blendgranate. Okay, noch irgendwas? Sonst ist hier nichts. Okay. Haben wir hier hinten noch irgendwas? Oh nein. Ein Loch im Boden. Oh Gott. Sie können nicht weit hineinsehen. Ja. Ist ja mit einer der einzigen Wege, ne? Hier ist, kommt kein Barry und fischt uns raus, ne? Da liegt ein rotes Buch. Was haben wir denn da? Letztes Buch, Band 1. Aha. Gucken wir uns das doch mal an hier. Prüfen. Was bedeuten die Wörter auf dem Einband? Mach das mal auf. Ah, das war eine Medaille im Buch versteckt. Ja, die bekannte Adlermedaille. Gefunden im letzten Buch, Band 1. Gibt es dafür eine besondere Verwendung? Gibt es. Um das Herrenhaus endgültig zu verlassen. Aber nun gut.
Okay, ich mag den Bereich nicht, der jetzt kommt. Der beim Original so eklig. Aber hier ist noch mein Tagebuch. Okay. 29. November 1967. Ich kann nicht entkommen. Ich habe alle Fluchtwege erschöpft. Ich sitze in der Falle. Ich war überall. Das Labor mit den großen Glasgefäßen voller Formaldehyd und die finsteren, feuchten und unheimlichen Höhlen. Was kann ich denn tun? Ja, der spielt auf ein ganz bestimmtes Areal draußen an. Zuerst wollte ich meinen Augen nicht trauen, aber der vertraute, hochhackige Schuh im Korridor. Es war wie ein Reflex. Sofort kam mir ein Name in den Sinn. Jessica. Ich will nicht glauben, dass sie mein Schicksal teilen. Nein, ich darf die Hoffnung nicht aufgeben. Ich muss hoffen, dass sie leben. Ui, 30. November 1967. Ich habe seit Tagen nichts mehr gegessen oder getrunken. Ich glaube, ich verliere den Verstand. Warum widerfährt mir das? Warum muss ich diesen elenden Tod sterben? Ich war wie besessen davon, dieses schreckliche Haus zu entwerfen. Ich hätte es besser wissen sollen. George Trevor scheinbar, okay. Ah ja, da steht's ja auch. George Trevor's Diary. How did I end up like this? 33. November 1967. Es war ein finsterer und feuchter unterirdischer Tunnel. Wieder eine Sackgasse, aber selbst in der Dunkelheit sah ich etwas. Vorsichtig zündete ich mein letztes Streichholz an. Ich musste es genauer sehen. Ein Grab. Und tief in den Stein gemeißelt, mein Name. George Trevor. In dem Moment wurde mir alles klar. Diese Schweine wussten von Anfang an, dass ich hier sterben würde. Und ich bin ihnen in die Falle gegangen. Ja, das haben wir ja schon aus dem Original, glaube ich, mitbekommen, ne? Dass hier einiges mit dem armen Judge Trevor passiert ist. Aber nun ist es zu spät. Ich werde verrückt. Alles ist so weit weg. Jessica, Lisa, verzeiht mir. Durch meinen Ehrgeiz wurde... Lisa? Lisa. Okay, das war also seine Tochter, die dann irgendwie... an der irgendwie rumexperimentiert wurde. Okay. Durch meinen Ehrgeiz wurdet ihr in diese verdammte Verschwörung verstrickt. Verzeiht mir, möge Gott mein Leben für eure Sicherheit nehmen. Ja, George, was mit deiner Tochter passiert ist, sagen wir lieber nicht. Ein Name ist in den kleinen Grabstein eingraviert. George Trevor. Ja, dann drückt den Schalter. Und jawohl, Freunde. Wenn ihr das Original gesehen habt, wisst ihr, was da für ein Bereich kommt. Ja. Los. Augen zu und durch. Ich sag nur böse Küche. Oh! Ich höre es tipsen. Aber es ist zum Glück keine so gruselige Musik. Ich hasse ja diese Biester. Mann! Wir sind zum Glück mit zwei Schüssen tot, aber Spinnen. Schaut euch die an. Ich hasse Spinnen. Oh Gott, ist das eklig. Ja. Was ist das? Was war? Okay, die können. Okay, da dürfen wir nicht gegenlaufen. Die spritzen dann nochmal ihr Blut durch. Okay. Genau, Freunde, wir sind im Keller. Im gruseligen Keller und da ist irgendwo noch einer. Okay. Da reichen tatsächlich zwei Schuss. Ich habe sie nicht gesehen, aber. Grausig, dieser Bereich hier. Ich mag den nicht. Da ist eine Karte vom Villa ersten Untergeschoss. Jawohl. Er ja, ist nicht viel zum Glück. Ich will hier auch gar nicht lange bleiben. Das war auch im Original schon so ein richtig ekelhafter Bereich hier. Guck mal da. Im Karton liegt der Rückenpanzer einer Spinne. Oh, okay. Und Muni liegt da, das sehe ich genau. Sehr schön. Vielen Dank. Rückenpanzer einer Spinne. Da haben sie mit Spinnen exper auch noch mit Spinnen experimentiert. Ja, super. Ihr seid ganz toll. Ach, guckt mal. Das sind tatsächlich doch kleine Spinnen, die da rauskommen. Okay, interessant. Das ist genau wie im Original, aber die kann man einfach platt treten. Genau, die kann man einfach platt treten und hier.
Haben wir zum Glück schon alles. Okay, dann raus hier. Die Kleinen sind auch eklig. Ich hasse Spinnen. Im Real Life zwar nicht so, aber in Spielen. Okay, das ist aber Getipsel. Das hört sich mir nach einem Zombie an, oder? Ah, warum ist hier alles so nass? Ja, okay, das sind Zombies, das ist nicht schlimm. Tipselt immer noch? Tipselt immer noch! Okay, der Kopf ist ab, sehr schön. Da ist noch einer. Na komm, schieß ihm den Kopf weg. Okay, der ist aber tot. Okay. Hier liegt ein rotes und ein blaues Kraut. Warum ist da Wasser? Wir sind voll, wir können es leider nicht mitnehmen. Das heißt, wir müssen hier nochmal runter. Warum liegt da Wasser? Warum ist hier Wasser? Das ist ja... was? Da unten blitzt irgendwas. Kann hier irgendwas noch mitnehmen? Nee. Das sieht nach der Stromversorgung für den Aufzug aus. Die Absicherung ist durchgebrannt. Auswechseln? Die Stromversorgung scheint wieder zu funktionieren. Okay, geh schnell aus dem Wasser hier raus. Nicht, dass da irgendwas... Okay. So. Ach, guck mal, da liegt ein Dolch. Fast übersehen hier. So. Hier ist aber noch was. Okay, was ist hier noch? Ich meine, wir sind gerade voll mit Items, ne? Voll mit Itemplätzen. Auf dem Regal gibt es eine Reihe kleiner Objekte. Bei näherem Hinsehen entdecken Sie das Siegel von Raccoon City auf einem zerbrochenen Teller. Ah ja, okay. Alimony, sehr gut. Ist das noch irgendwas? Hier ist immer noch was. Wow. In diesem Gang hier. In diesem nassen Gang. Ja, das ist der Teller. Zerbrochener Teller. Ist sonst noch irgendwas hier? Ja, muss ja. Ne, auf der Karte ist noch rot angezeigt. Deswegen. Ach, da. Oder was? Ich hab doch da was blitzen sehen eben, oder war das nur... Oder müssen wir da nochmal in das Wasser rein? Ach, die Sachen hier. Das ist jetzt... Kombinieren damit und das kombinieren damit. Ja, wir sind voll. Wir sind leider voll, aber was hat uns dann hier der Gang hier unten gebracht? Mensch. Sonst hat uns der Gang hier unten irgendwie gar nichts gebracht. Naja, gut. Er darf halt nicht fehlen, dieser Gang, ne? Oh Gott, jetzt... Sie haben die Tür aufgeschlossen. Okay, ich wollte schon sagen. Komm wieder in die grausige Küche hier. Zombies? Nein, okay. Das kennen wir jetzt wieder. Ja. Am besten schnell wie möglich hier raus, ganz ehrlich. Ich werde jetzt nochmal kurz im Safe-Raum stapfen. Ach, genau, wartet mal. Wir haben doch den Aufzug aktiviert. Na, wartet mal. Wir haben doch den Aufzug aktiviert und hier hinten drin, da ist doch ein Aufzug gewesen. Na? Gehen wir noch einmal kurz rein hier in diese ekelhafte Küche. Hier hinten war doch ein Aufzug. Hier. Aufzug benutzen. Da, guckt euch das an. Ha. Wir können jetzt den Aufzug nutzen und haben eine Abkürzung. So, eine Abkürzung nach oben. Wunderbar. Dann brauchen wir nicht außen rumlaufen. So. Der sollte jetzt erste Obergeschoss erstmal führen. Weil ein weiteres kennen wir noch nicht. Nicht wahr? So. Hä? Ah ja, doch. Ist... Hä? Ich hätte jetzt eigentlich gedacht, dass der da rauskommt, aber... Ach, guck mal, jetzt ist da oben wieder was Rotes da. Okay, jetzt sind wir hier raus.
Alter, wie nah bist du denn dran? Ah, schieß sie kaputt, Chris. Ach, direkt hinter mir. Wie geil. genau, den Zombie... Sehr gut. Der hat keinen Kopf mehr. Hier nochmal ein rotes Kraut. Und nochmal zwei grüne. Oha. Den einen Zombie unten werde ich tatsächlich leben lassen, weil da werden wir hoffentlich nie wieder hin müssen. Außer auf dem Weg unsere Kräuter zu holen. Ja, jetzt haben wir hier zwei Türen. Haben aber keinen Safe-Raum in der Nähe. Und das hier hinten ist nur ein kleiner Raum. Aber bevor wir hier weiter erkunden, macht das irgendwie mehr Sinn, jetzt so einen Safe-Raum zu stapfen, ne? Weil ich weiß ja auch nicht, was das da für ein Raum nochmal war. Wir sind aber ziemlich relativ in der Nähe von dem Speicherraum tatsächlich. Und zwar hier vorne durch. Tür aufgeschlossen, ja, vielen Dank. So, weil da müssten wir jetzt nämlich in dem Bereich rauskommen. Genau. Wo war hier? Hä? Wo renne ich hier gerade hin? Ja, doch, ist richtig. Ist halt sehr ein großer Umweg. Sage ich jetzt einfach mal, aber. So. Aber wir sind in der Nähe von dem Speicherraum. Dann machen wir mal unser Inventar wieder leer. Das ist doch ein guter Plan. So. Gut. Dann jauen wir mal. Ja, Freunde, dann freue ich mich, dass ihr wieder hier eingeschaltet habt bei Resident Evil 1 HD Remaster. Hoffe, dass es euch gut geht soweit. Ich habe wieder hier meine Aufnahmesession am Sonntagabend. 8:45. Beste Resident Evil Zeit. Und genau, dann legen wir mal dieses Kraut weg. Die Muni lege ich mal weg, weil brauchen wir erstmal nicht. Ja, wo... Was ist jetzt die Frage? So. Das ist die Frage, was legen wir noch weg? Ich meine, wozu brauchen wir jetzt noch den Schlüssel? Da haben wir jetzt alle Türen. Da rechts brauchen wir den noch. Warte mal, was ist denn jetzt im Hinterhof los? Ach so, okay, ja. Und nur noch oben. Ich hätte eigentlich aber trotzdem ganz gerne die Kräuter aufgesammelt da. Was legen wir... Sollen wir echt die Schrotflinte ablegen? Boah, ich weiß es nicht. Nee, leg mal bitte die Muni ab hier. Die normale Munition. Legen wir einfach mal ab, weil, wie gesagt, wir brauchen den Platz für die Kräuter. Jetzt müssten wir... Haben wir jetzt drei Plätze? Wir haben zwei Plätze. Ja gut, dann haben wir noch einen Platz frei. Das geht dann wieder. Okay. Das ist das einzig Blöde tatsächlich, dass wir hier mit Chris immer so ein Item-Management haben. Aber Moment! Ha! Wir haben doch hier schon eine Tür. Ja, die können wir natürlich auch erstmal aufmachen. Natürlich, klar. Dann nehmen wir die Tür doch direkt mal mit. Das hört sich wieder nach einem Rätsel an. Was ist das? Der Adler bewegt sich. Guckt euch das mal an. Was ist das denn? Was ist das denn? Okay, das ist cool. Ein Lichtschalter. Ah, guck mal da vorne. Okay. Hochinteressant. Ja. Nein, nicht raus. Warum gehst du raus? Ich will dich da raus. Verdammt. Aber da kriegen wir auch wieder ein Item, ne? Das heißt, wir müssen den Raum hier erstmal erkunden. Okay, Planänderung. So, aber dann ist das halt ein Rätselraum. Mach mal das Licht wieder an hier. So, was hat es denn jetzt mit dem Adler da auf sich? Was ist das hier überhaupt? Gewehrmunition. Aha. Was ist das hier? Nicht, dass wir da krepieren oder so, wenn wir da... Was? Was machst du? Okay, das ist jetzt...
komisch tatsächlich. So, aber da ist ein Dolch auf jeden Fall. Moment. Noch nicht. Da ist ein Dolch auf jeden Fall. Den nehmen wir erstmal mit. So. Dann können wir doch da oben ja zumindest schon mal... Ich weiß jetzt nicht, was mit dem Adler hier ist, ne? Warum der uns da verfolgt? Ich habe keine Ahnung. Doch, das ist geil. So, Chief of Security, Priority Procedures from Umbrella Headquarters. Brief an den Sicherheitschef. Vertraulich, zu Händen Sicherheitschef. Datum 22. Juli 1998, 2.13 Uhr. Tag X rückt näher. Die folgenden Verfahren sind innerhalb einer Woche auszuführen. Wir erwarten umgehende Maßnahmen. Erstens, locken Sie Stars zum Anwesen und ermitteln Sie Kampfdaten der bioorganischen Waffen gegen Stars. Ja, das ist gerade im Gange. Zweitens, sammeln Sie zwei Embryos jeder einzelnen Mutation als Muster. Mit Ausnahme des Tyrannen. Eliminieren Sie den Tyrannen. Oh Gott. Drittens, sorgen Sie für vollständige Vernichtung des Arclay-Labors, einschließlich allen Personals und aller Versuchstiere. Stellen Sie die Todesfälle als Fälle als tragischen Unfall dar. Falls die Durchführung der Verfahren innerhalb des vorgegebenen Zeitraums nicht möglich sein sollte, erstatten Sie umgehend Bericht. Im Notfall wenden Sie sich direkt an Anschluss 5691. Viel Glück. Aber laut Gott hier. Ja, der Sicherheitschef, ja. Aber was hast du jetzt mit diesem Tisch hier auf sich? Hier ist ja auch noch ein Tisch, ne? Wartet mal. Mach mal den Schalter aus. Da ist auch nochmal. Ah, okay. Aber dann nehmen wir jetzt erstmal den hier, würde ich vorschlagen. Den gelben. Ein gelbglühender Edelstein ist das Auge. Ja, dann nimm es heraus. Er ist mit etwas verbunden und bewegt sich nicht. Oh. Aha. Okay. Dieser Adler da. Was ist mit dem? Okay. Chris, kannst du den Tisch verschieben bei Dunkel? Geht das? Ah, wartet mal. Du kannst ihn ja wohl verschieben. Ja, danke. Hey, das ist ja geil jetzt. Da ist zumindest das gelbe, der gelbe Edelstein, den wir für den Tiger brauchen, ne? Ein rotglühender Edelstein. Ja. Ey, ist was verbunden? Bewegt sich nicht. Hä? Hä? Wie? Was? Was ist mit dir, du Adler? Hallo? Hä? Okay, merkwürdig. Mach mal wieder Licht an hier. Der bewegt sich immer in unsere Richtung hier. Bleibt dann in der Ecke stehen? Okay, können wir es jetzt vielleicht rausnehmen? Nee. Ein Hirschgeweih, okay. Sehr mysteriös, Freunde, oder? Das ist richtig mysteriös. Was es jetzt hier mit dem Adler auf sich hat. Diese Sounds. Was muss ich hier machen? Was müssen wir hier machen, Freunde? Ist wieder ein Rätselraum, komischer. Jetzt geht er dahin, jetzt bewegt er sich wieder hierhin. Jetzt wieder... Okay, das ist wirklich mysteriös. Ja, okay, vielleicht müsst ihr den Raum einfach nochmal resetten. Und irgendwas mit dem Adler machen, ne? Dass wir da einen von den beiden Tischen was auf Richtung Adler schieben. Und den dann seine Augen entfernen oder was auch immer. Ich meine, wenn die Augen irgendwie verbunden sind, dann... genau. Dann können wir ja jetzt mal das hier versuchen. So. Chris, schieb diesen Tisch mal bitte unter den Adler. Das ist cool gemacht hier. So, und dann der Adler. Nee, macht er nicht. Das macht er nicht. Okay, höchst interessant. Warum nicht? Was wollt ihr von mir? Ich weiß es nicht. Was wollt ihr von mir, Freunde?
Leute, Leute. Das ist ein komischer Raum hier. Wie gesagt, ich hatte mir gedacht, dass wir irgendwas an dem Adler dann entfernen können, aber... Vielleicht diesen Tisch hier dahin schieben? Moment. Tok, tok, tok. So, dann macht er so ein Geräusch. Auch hier nicht. Oder das war vielleicht... den anderen Tisch? Hm. Schiebt den mal nicht ganz an die Wand. Nee. Das macht er irgendwie auch nicht, ne? Okay, das ist wieder mysteriös. Warum? Ach nein, jetzt haben wir es tatsächlich... Ah nee, okay. Warum macht er das nicht? Wir kommen mit diesen Tischen nicht an den Adler. Irgendwie. Oder doch? Ah doch, guck mal. So, dann jetzt Chris, geh hier hoch. Kannst jetzt beim Adler was machen? Nein, geht immer noch nicht. Okay. Aber weiterschieben kannst du auch nicht. Vielleicht auch den anderen Tisch noch? Ach ja, Rätsel, ne? So, jetzt hier hoch vielleicht und jetzt auf den Adler? Nö, geht nicht. Macht doch nicht. Okay. Wartet mal. Das blinkt gerade, ne? Da oben. Der leuchtet. Jetzt blinkt er. Das heißt, der Adler darf nicht auf uns schauen. Aber wie machen wir das denn, dass der Adler nicht auf uns schaut? Vielleicht Zeit, dass wir das mit der Zeit machen? Schalter, okay, der blöde Adler, ey. So, dass wir die Tische dann zuerst dahin schieben. Dann einmal auf die andere Seite, dann auf die andere Seite gehen. Und das war dann schnell das Auge rausfischen. Das könnte klappen. Einmal resetten natürlich jetzt den Raum, klar. Und wir brauchen ja den gelben Stein, ne? So. Dann, ja. Ach, diese blöde Kamera kommt da auch noch zu. So, dann hier. Schieb diesen Tisch bitte einmal nach da hinten. So. Ja, wobei. Das hier müssen wir nochmal kurz nach in die Mitte schieben. So. Damit wir gleich nämlich schön schnell uns die Edelsteine da rausfischen können. Ja, ich meine, warum nicht? So. So, dann haben wir hier einmal Licht aus. Schalter, ja, bitte. So, und dann der Adler, bitte. Weil ich meine, wenn er ja... Wenn der Adler in einer Ecke ist, dann haben wir eine gewisse Zeit. Ach, guck mal, jetzt bewegt er sich zum Beispiel gar nicht mehr. Ah, mach schnell! Herausnehmen! Ah, ha, 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 wir haben ihn. So, du blöder Adler. Frage ist jetzt... Wir haben den gelben Edelstein, ne? Frage ist jetzt, da ist ja auch noch ein roter. Ich würde sagen, wir rufen uns bei der nächsten Folge, weil unser Itemplatz ist nämlich tatsächlich wieder voll. Und wir sind gerade am Folgenende angekommen. Aber hey, wir haben den ersten Edelstein. Das ist doch auch schon mal etwas. Gut, liebe Freunde, dann würde ich einfach mal vorschlagen, jo, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da. Lasst die Glocke läuten. Würde ich mich sehr freuen. Erzählt gerne weiter den Kanal. Und ja, wenn ihr Bock habt, mal ein bisschen privat zu quatschen oder so, unten in der Videobeschreibung findet ihr den Link zu meinem Discord-Server. Ich würde mich freuen, euch da zu sehen. Und genau, bis hier weiter geht's über dabei nächsten Mal da in dem Raum. Und wie wir die restlichen Türen noch erkunden. Und ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag. Ne? Tschüss.